Ja, und jetzt geht es um Ihre Sicherheit. Und ich glaube, wir alle haben ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, weil man liest ja immer wieder Schlagzeilen. Ja, da ist was passiert, da wurde eingebrochen, da haben sich zwielichtige Menschen umgetrieben oder gar von Trickbetrügern. Und da sind leider oftmals Senioren die Opfer. Und deshalb sollte man auch immer wissen, wer vor der Tür steht, wenn es denn klingelt. All diese Themen werden wir in dieser Sendung bedienen. Und Sie werden sehen, abwechslungsreiche Produkte. Aber beginnen tun wir mit etwas, was eigentlich jeden bösen Jungen abschreckt, weil die haben immer Angst vor Entdeckung. Und Carsten, Licht ist einfach eine herausragend gute Abschreckung. Und du hast uns jetzt einen Strahler, einen Flugzeug mitgebracht. Ja. Den kann man überall ohne Stromanschluss einsetzen. Und genau so ist es, liebe Zuschauer. Und Sie kennen das. Das, was Ralf gerade sagte, kann ich zu 100% bestätigen. Und ich möchte wetten, gerade jetzt in die dunkle Jahreszeit hinein wird das nicht wirklich besser. Es wird schon sehr bald, auch dann, wenn wir die Uhr wieder auf Winterzeit zurückstellen, dann irgendwann um 16, 30, 17 Uhr stockfinster sein. Und dann ist natürlich, sagen wir mal, dem Schindluder Tür und Tor geöffnet. Und wenn ein Langfinger, ein potenzieller Einbrecher, eins nicht vertragen kann, dann ist es Entdeckung. Und wie entsteht sowas? Ganz einfach, mit Licht. Ja, und wenn Sie jetzt ein großes Grundstück haben zum Beispiel mit einer freien Fläche oder wenn die Tür vielleicht ein bisschen versteckt ist, vielleicht hinter einer Hecke oder sowas, dass die Nachbarn da nicht unbedingt immer reinschauen können, macht es ganz einfach Sinn, es einem Einbrecher so schwer wie möglich zu machen. Und das macht man am besten mit einem leistungsstarken Strahler. 750 Lumen. Das ist heller als taghell. 60 SMD-LEDs stehen Ihnen hier zur Verfügung. Und wir zeigen Ihnen gerade mal, wie einfach das Ganze dran gemacht wird. Einfach zwei Schräubchen an einer Stelle dort, wo Sie es platzieren möchten. Und das Schöne ist, mehr müssen Sie auch gar nicht mehr tun. Das heißt, Sie müssen keine Kabellage verlegen, was ich immer so störend finde, Ralf. Mhm. Wenn ich jetzt immer noch gucken muss, ist es die nächste Steckdose, ist die wetterfest und so weiter. Wie funktioniert das? Nein, da wird einfach nur die Kamera eingehängt. Sie haben verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten. Sie können den Bewegungsmelder-Radius natürlich zwischen 2 und 18 Meter ganz einfach variieren, dass der nicht gleich bei der nächsten Katze, die bei Ihnen am Grundstück vorbeiläuft, anspringt. Sie können natürlich auch die Lichtdauer einstellen. Das muss nicht jetzt die ganze Zeit leuchten. Es reicht ja auch mitunter schon mal ein kurzer Lichtkegel, in der Regel als Abschreckung oder auch für Sie, damit Sie den Eingang, das Schlüsselloch besser finden, aus. Kannst du einstellen zwischen 5 und 120 Sekunden Leuchtdauer und das Solarpanel, was du brauchst, um diesen Fluter regelmäßig mit Strom zu versorgen, dafür zu sorgen, dass er wirklich immer funktioniert, ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Das kannst du auch mit einem Kabel, was lang genug ist, überall dort platzieren, wo du den besten Winkel findest. Ich habe genau diesen Strahler bei mir zu Hause installiert, weil wer Gutes im Schilde führt, der begrüßt Licht. Wer Schlechtes im Schilde führt, der verschmäht Licht natürlich aus Angst vor Entdeckung. Und ich habe bei mir von meinem, du kennst es ja, von meinem Garteneingang, vom Parkplatz bis zum Hauseingang, habe ich noch eine weite Strecke. Ja. Und da unten ist nirgendwo eine Lichtquelle. Und deshalb habe ich einen solchen Strahler. Und der nächste Nachbar ist natürlich auch ein bisschen weiter weg, muss man dazu sagen. Richtig. Also da sind sehr hohe Bäume und Büsche und so weiter dazwischen. Ob die unbedingt immer, will denen ja nichts, aber ob die immer jetzt unbedingt so alles mitbekommen, wenn da mal so eine zwielichtige Gestalt, dunkel gekleidet, mit dem Stemmeisen unterm Arm sich in Richtung Hauseingang macht oder Richtung Kellertreppe aufmacht, da siehst du an sich nicht mehr wirklich allzu viel. Und das ist dieses ungute Gefühl, was man hat. Gerade dann, wenn man jetzt mal so in den Wintermonaten vielleicht mal unterwegs ist, man freut sich mal auf den Weihnachtsmarkt, aber man steht da mit dem Glühwein in der Hand oder möchte sich ein bisschen amüsieren, aber irgendwie bleibt dieses mulmige Gefühl, was passiert da gerade bei mir zu Hause. Wir werden Ihnen auch im weiteren Verlauf noch Kamerasysteme und so weiter zur permanenten Überwachung, auch gerne mobil mit dem Handy und so weiter, gleich alles noch zeigen. Aber gerade, um es einem Einbrecher so schwer wie möglich zu machen, ist ein leistungsstarker Scheinwerfer meines Erachtens unabdingbar. Bei dir am Grundstück war mein erster Gedanke, als ich das erste Mal bei dir stand, vor dem Zaun vorne, vor dem Tor. Ja, das ist ein ganz schön weiter Weg bis da oben hoch. Da kannst du irgendwo rechts und links reinschauen. Da wäre ein Strahler super. Und ich mache einen Schritt aufs Grundstück drauf. In dem Moment, bupp, war der ganze Bereich wirklich stark erhellt. Wir haben Ihnen das hier mal ein Stück weit demonstriert, wie das aussehen kann. Natürlich können Sie so einen Strahler vom Winkel her verstellen. Wir haben ihn jetzt ungefähr mal mit 45 Grad ausgerichtet. Und ich habe Ihnen auch gesagt, dass Sie den Bewegungsmelder, der sich hier befindet, so einstellen können, dass der zwischen 2 und 18 Metern reagiert. Das heißt, Sie können ihn so einstellen, dass wenn jetzt jemand auf die Tür zugeht, dass er von mir aus hier nicht aktiviert würde. Wenn Sie aber näher rangehen, jetzt hier beispielsweise, wären die 2 Meter erreicht und spätestens jetzt, bupp, geht dieser 750 Lumen starke Strahler an. Das ist natürlich super, wenn Sie abends nach Hause kommen, wenn Sie vielleicht einen dunklen Eingang haben oder was, ein kleines Licht, eine kleine Mini-Beleuchtung, da hat man natürlich auch mal für die Dauer Ihrer Wahl bis zu 2 Minuten mal einen ordentlichen Leuchtkegel zur Verfügung, um hier auch mal alles zu sehen, um eine Tasche abzustellen, das Schlüsselloch vernünftig zu finden. Wenn aber jemand wirklich was Unangenehmes im Schilde führt und sich da aufmacht,
macht ihnen ihr Eigentum. Zu stehlen, aufzubrechen oder Wunderswas zu veranstalten, wird er definitiv durch dieses taghelle Licht, durch diese 750 Lumen davon abgehalten und abgeschreckt. Also ich würde von meinem Plan ablassen, wenn ich irgendwie sowas in der Richtung vorhätte, wenn ich wüsste, ich stehe da im Scheinwerferlicht. Man ist es ja ein Stück weit in unserer Branche gewohnt, aber nicht unbedingt im Einbrecherkreisen. Da freut man sich auf die dunkle Jahreszeit. Und wenn Sie es da einem potenziellen Langfinger so schwer wie möglich machen möchten, ist das mit Sicherheit eine super Idee. Und was mir gefällt, ist, dass du eben kein Kabel brauchst, also kein Anschluss, kein Stromanschluss. Der Strom kommt über das Tageslicht. Der Preis 28,49 €. Unser TV-Sonderpreis für Sie. Und Sie bekommen diesen Außenfluter, der rein solar betrieben wird, mit der Bestellnummer NX6883. Und der 569. Sie sehen, das Solarpanel kann man natürlich direkt beim Fluter, aber Sie haben ein meterlanges Kabel, also auch wenn Sie es irgendwo im Dunkeln aufhängen, können Sie das Solarpanel in die Sonne bringen, sodass es Tageslicht abbekommt. Carsten hat Kameras erwähnt schon. Wir haben jetzt für mich die wirklich perfekteste Outdoor-Überwachungskamera, weil man die wirklich kinderleicht installieren kann. Und genau das ist es. Also Kamerasysteme kennt man noch von früher, werden Sie mit Sicherheit auch schon mal gesehen haben, also noch vor wenigen Jahren war das unglaublich aufwendig, als die Kabellage zu verlegen. Da mussten Kabel zu einem Monitor verlegt werden, Stromkabel verlegt werden und. Und das ging natürlich auch massiv auf Ihren Geldbeutel, möchte ich wetten. Das wird hier anders sein. Zum einen ist das eine ausgesprochen günstige Variante. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass man tatsächlich so günstig an ein Überwachungssystem rankommt. Und zum anderen sind Sie hier tatsächlich in einem Bereich unterwegs, der Ihnen, ich sag mal, ein Maximum an Sicherheit garantiert. Man kann einen Einbruch nie hundertprozentig ganz verhindern. Ja, also wenn jemand tatsächlich ernsthaft solche Dinge ignoriert, wie einen Strahler oder wie eine Kamera und so weiter, dann machen Sie gar nichts mehr großartig. Aber Sie können es einem potenziellen Langfinger so schwer wie möglich machen. Und vor allen Dingen können Sie wissen, was bei Ihnen zu Hause passiert. Fangen wir vorne an. Wir haben eine sehr, sehr schöne, kompakte Kamera, die man ganz einfach hier auch mit einer tollen Halterung, die wird fixiert. Und hier wird die Kamera angedockt, natürlich jederzeit im Winkel verstellen kann, so wie es ganz einfach passt. Sie sehen, ich habe nicht ein einziges Kabel an dieser Kamera dran. Und das liegt daran, dass diese Kamera mit einem Hochleistungsakku ausgestattet ist, der Ihnen, und jetzt halten Sie sich fest, locker im Standby-Betrieb bis zu 12 Monaten, ein ganzes Jahr lang zur Verfügung steht. Realistisch betrachtet muss man ganz klar sagen, dass so eine Kamera natürlich hier und da mal auslöst. Dafür ist sie gedacht. Die Aufnahmen werden direkt auf einer Micro-SD-Karte gespeichert. Ja, und insofern wird der Akku natürlich entsprechend beansprucht. Sagen wir also gut und ruhigen Gewissens, ein halbes Jahr wird der Akku locker halten. Müssen Sie also eine komplette Saisonzeit keine Gedanken mehr drüber machen. Und dann zeigt Ihnen die Kamera natürlich bei Tag und auch in der Nacht. Das finde ich immer ganz besonders wichtig, gerade in der dunklen Jahreszeit. Deswegen machen wir das gerade jetzt hier, natürlich auch mal das an, was in der Dunkelheit passiert und das in gestochen scharfer Qualität. Ich richte die Kamera jetzt mal auf Diana aus, weil sie zum einen ein ausgesprochen attraktives Motiv darstellt, zum anderen aber auch, um Ihnen zu zeigen, dass Sie das Bild dieser Kamera, und das finde ich so sensationell, Ralf, man hat diese Sicherheit natürlich auch unterwegs, jederzeit mal auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrem Tablet-Computer ganz einfach überwachen können. Sie können auch sagen, die Kamera alleine reicht mir, mir reicht es völlig aus, wenn ich jetzt hier eine Aufnahme habe, ich hänge die Kamera auf 3-4 Meter Höhe mit einer langen Leiter, da kommt eh keiner dran, würde dann völlig ausreichen. Oder aber Sie integrieren sie zu Hause, genauso wie Sie es mit Ihrem Handy auch gemacht haben, diese Kamera in das WLAN und dann überträgt diese Kamera gerne auch mit einer Information, einer sogenannten Push-Nachricht für Sie auf Ihr mobiles Gerät, das Live-Bild in Echtzeit. Das kann man sich anschauen, wenn man nebenan beim Nachbarn sitzt und ein Stück Kuchen isst. Das kann man sich anschauen, wenn man mal eben kurz auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt für Weihnachtseinkäufe unterwegs ist. Das können Sie aber genauso gut kontrollieren, wenn Sie auf Mallorca am Strand liegen. Ja? Dafür ist das Internet natürlich gedacht und gibt Ihnen ein Maximum an Sicherheit, weil die Kamera Sie darüber in Kenntnis setzt, dass der Bewegungsmelder ausgelöst hat. Und Sie können ganz einfach mal eben nachschauen, wie es Ralf eben gezeigt hat. Was ist denn da eigentlich los in diesem Bereich? Wer versucht da auf mein Grundstück zu kommen? Ist es der Postbote, der von mir, oder der Zeitungsbote, der die Zeitung ganz einfach in den Briefkasten steckt, oder ist es tatsächlich jemand, der doch was anderes im Schilde führt? Das ist für mich maximale Sicherheit und eine perfekte Überwachung. Und Sie müssen natürlich nicht permanent auf Ihr Smartphone schauen. Ja? Nein. Weil es wird natürlich alles in der Kamera aufgenommen, was vor Ihrem Haus passiert. Vielleicht auch ein paar nette Nebeneffekte. Man sieht vielleicht, wenn man es an der Haustür installiert hat, ja, welcher der Nachbarshunde macht denn immer einen Vorgarten? Ja? Und da kann man mal den Besitzer ansprechen. Das auch. Ich glaube, das Problem kennen viele. Oder wer schmeißt in meine 40-Liter-Tonne ständig seinen Hausmüll?
Ja. Richtig, genau solche Sachen kann man auch sehen. Ja, natürlich. Aber es gibt uns auch allen ein Gefühl von Sicherheit. Denn wir wissen, auch wenn wir nicht zu Hause sind, wir haben jederzeit den Zugriff auf die Kamera. Das können übrigens auch mehrere gekoppelte Kameras sein. Das geht und auch. Vor allem, es wird auch alles mit Uhrzeit- und Datumstempel aufgenommen. Und hier, die Qualität ist perfekt. Also ich finde das klasse. Und du kannst sogar mit deinem Mobilfunkgerät Leute, die vor der Tür stehen, ansprechen. Und genau so ist es. Wir haben eine sogenannte Zwei-Wege-Kommunikation. Dafür zeige ich Ihnen mal die Rückseite. Das heißt, hier ist ein Lautsprecher integriert. Wenn Sie also jetzt hier merken, okay, da hat der Bewegungsmelder ausgelöst, Sie werden per sogenannter Push-Nachricht darüber informiert, dass sich da was getan hat, können Sie natürlich ganz einfach über das Mikrofon Ihres Handys oder Ihres mobilen Endgerätes mal eben kurz mit dieser Person, die da gerade auf Ihrem Grundstück steht, wahrscheinlich vor Ihrer Tür steht oder was ganz eben kommunizieren. Macht Sinn, wenn man sich zum Beispiel was bestellt hat, der Paketbote klingelt an der Tür, der Bewegungsmelder löst aus, Sie werden darüber in Kenntnis gesetzt und Sie können dann sagen, ich bin dann doch noch mal eben kurz zum Supermarkt gefahren, geben Sie das Paket doch bitte bei meiner Nachbarin, bei der Frau Meier ab oder legen Sie es mir ganz einfach vor die Tür, ich bin in 10 Minuten noch wieder zurück. Das ist moderne Technik, die auch in ganz normalen Alltagssituationen behilflich ist. Sie gibt Ihnen aber auch, gerade in der dunklen Jahreszeit, und das finde ich so wichtig in diesen Tagen, ein absolutes Maximum, ein maximales Gefühl von Sicherheit. Also einfach zu installieren, man braucht keinen Strom installieren, keine Kabel verlegen, einfach 2 Schrauben in die Wand und dann entweder mit Stativ oder Magnethalterung, Weitwinkelobjektiv, Nachtsicht, Gegensprechanlage, also alles, was man sich wünscht. Und das gerade mal für 75,99 €. Gerne auch mehrere miteinander koppeln. Die App, die wir Ihnen gerade gezeigt haben, ist übrigens immer kostenfrei. Die heißt Elesion und ist auch für Apple-Geräte, also für iOS-Betriebssysteme und Android-Betriebssysteme geeignet. Die Bestellnummer für unsere beliebteste Outdoor-Kamera, die endlich wieder lieferbar ist, das ist die NX4959 und die 569, der Preis 75,99 €. Jetzt hast du gesagt, alles wird aufgenommen in einer Micro-SD-Karte. Und genau die passende mit 128 GB hast du uns jetzt mitgebracht. Ja, wir haben natürlich eine absolut hochqualitative Hochauflösung. Da sollte es schon ein bisschen Speicherplatz mehr sein. Natürlich hat so eine Kamera auch einen starken Akku. Das heißt also, sie wird hier und da auslösen. Das alles möchten Sie natürlich nicht verpassen. Auf Ihrem Handy sehen Sie es in Echtzeit im Live-Bild. Aber natürlich sollte die Kamera das, was sich da tut, auch aufnehmen. Und deswegen bestellen Sie ganz einfach, und das machen die meisten Kunden natürlich, ganz einfach mal eine 128 GB Karte mit dazu. Ist eine Class 10, die ist entsprechend hochkarätig gestaltet. Die kleine links da bei Ihnen im Bildausschnitt ist die Micro-SD-Karte. Der SD-Adapter, den brauchen Sie, um die Aufnahmen zum Beispiel auch an einem Laptop zu kontrollieren. Aber der Preis ist auch ganz, ganz klein, knapp über 22 €. Die Bestellnummer hier, die ZX2798 und die 569, 22,79 €. Früher hat man mal gesagt, 1 Giga kostet 1 €. Die Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei, aber das ist natürlich ein Preishit. Jetzt kennt man ganze Kameraanlagen vielleicht von früher, von Hollywood-Villen, weil jemand anders als die Superstars konnte sich das nicht leisten. Carsten hat uns jetzt ein ganzes Überwachungssystem für alle 4 Himmelsrichtungen mitgebracht, was für jedermann erschwinglich ist. Ein sogenanntes Funküberwachungssystem, also nicht nur eine Kamera, die einen bestimmten Bereich Ihres Grundstücks überwacht, andere Bereiche aber vielleicht außen vor lässt. Wir haben hier ein System, was man ganz einfach zu Hause, so wie wir das hier gemacht haben, auf dem Fernseher installieren kann. Denn ich glaube, Sie kennen das ungute Gefühl, was einem mitunter gerade in der dunklen Jahreszeit beschleicht, nicht nur, wenn Sie das Haus verlassen haben und irgendwo anders unterwegs sind. Sie kennen es auch mitunter, und das haben wir auch schon festgestellt, wenn draußen dann irgendwo mal von mir erstmal irgendwas knickt oder knirscht oder sowas alles. Dieses ungute Gefühl, was passiert da gerade? Ist es der Kater aus der Nachbarschaft zum Beispiel, der ganz einfach mal jetzt hier auf Mäusefang geht und das bei mir im Garten tut? Ist es aber vielleicht dann irgendwie dann doch mal jemand, der vielleicht etwas Seltsames im Schilde führt? Mit diesem System, mit insgesamt 4 Kameras mit Funkübertragung. Der Knaller ist die Reichweite bis zu 150 Meter. Kann man natürlich einen kompletten Bereich seines Grundstücks überwachen. Das heißt, du hast eine Kamera zum Beispiel für die Garagenauffahrt, um Auto, Fahrräder, Motorrad und so weiter zu überwachen. Du hast eine zweite Kamera, wo du jederzeit den Gartenbereich mit überwachen kannst. Eine dritte Kamera, die vielleicht den etwas verdeckten Zugang zur Kellertreppe ganz einfach überwachen kann. Und noch eine vierte Kamera, die du vielleicht auf den Eingangsbereich hältst. Das alles kannst du dir anschauen und natürlich die Aufnahmen auch speichern. Dafür braucht man eine separate Festplatte, die werden wir Ihnen gleich auch noch anbieten, liebe Zuschauer. Aber grundsätzlich ist das ein Maximum an Sicherheit. Liebe Diana,
Ja. Ich darf dich bitten, du hast gesehen, wir haben eine Kamera bei uns in der Garage installiert, wir haben eine auf der Terrasse und wir haben draußen vor unserer Maske auch noch eine. Okay. Zeigst du uns mal, wie das aussehen kann vom Bild her? Ja? Sie sehen das natürlich jetzt hier, liebe Zuschauer, und das ist das eigentliche System. Das ist das eigentliche Überwachungssystem. Ein Kasten, sehr, sehr klein und unscheinbar, den man ähnlich wie einen Router auch dort platziert, wo er nicht wirklich auffällt. Und jetzt gucken wir uns das ganze Spektakel mal an. Ich habe hier insgesamt 3 Kameras für Sie installiert, wie das einfach funktioniert, natürlich auch mit der 4. Kamera, wie schnell das vor allen Dingen zu installieren ist, zeige ich Ihnen gleich auch noch. Kannst du Sie gerne schon mal andocken? Gut, ja? Achten Sie auf die Zeit. Ist mit Strom versorgt, zack, und jetzt gucken wir mal gerade. So, Diana ist jetzt hier unten im, das ist die Terrasse-Set, das ist das Wald-Set, ganz genau. Schauen wir hier. So, ich habe das Bild jetzt mal groß gemacht. Ich mache das mit einer Maus, das heißt zweimal auf die linke Maustaste geklickt, wird das Bild entsprechend groß. Sie sehen, hier wird sogar das bewegliche Objekt entsprechend dann auch etwas markiert und dann entsprechend auch scharf gestellt. Spitzenklasse. Jetzt gucken wir mal gerade. Das heißt, Sie sitzen zu Hause, Sie haben gemerkt, da hat es irgendwo geknirscht, da ist irgendwas. Ich habe mal eben kurz reingeschaut im Gartenbereich. Jetzt hören Sie vielleicht auch aus der Garage komische Geräusche und sind nicht ganz sicher. Sie haben dann teures Auto oder ein teures Fahrrad stehen, E-Bike zum Beispiel. Ja, das ist natürlich dann ein Objekt der Begierde für viele Langfinger. Mhm. Dann können Sie auch jetzt hier mit dem gleichen System mal eben kurz groß auf Ihrem Fernseher zu Hause über einen freien HDMI-Platz. Eieieiei, da verkratzt mir doch einer das Auto jetzt hier. Mhm. Jetzt wissen Sie, wer es gewesen ist. Ja? Aber Sie sehen, wie hervorragend das funktioniert und wie gestochen scharf diese Aufnahme daherkommt. Mitunter sieht man auch schon mal ein paar witzige Geschichten. Ja? So einfach kann das sein. Jetzt gucken wir mal gerade. Und schau mal. Jetzt ist die 4. Kamera natürlich auch, die wir gerade erst angedockt haben, ganz einfach mit diesem Funksystem in Verbindung gebracht worden. Alles, was Sie brauchen, ist eine Steckdose. Die Kabel, die Sie dafür brauchen, sind natürlich dabei und auch lang genug. Und jetzt haben wir innerhalb von ungefähr einer Minute, so lange braucht der Pi mal Daumen, auch hier ganz einfach die 4. Kamera mit in das System integriert. Sie können eine Kamera, Sie können 2, 3 oder alle 4 Kameras natürlich super installieren und das ganz einfach mit einer Steckdose, mit dem entsprechenden Verbinder, die automatische Funkverbindung passiert wie von selber. Jetzt gucken wir mal gerade, Diana natürlich auch hier oben nochmal. Ja, ist ganz schön kalt geworden da draußen. Aber hier, da sehen wir sie. Und das ist jetzt mal der Bereich bei uns vor der Maske. Sie sehen im hinteren Bereich unser Studiogelände. Sie sehen, auch da hinten kommt jetzt wieder ein Rollerfahrer oder was das ist. Das heißt, damit kann man also wirklich mal einen komplett, nicht nur einen einzelnen Bereich eines Grundstücks, selbst mit Weitwinkel ist das immer ein sehr eingeschränkter Bereich, überwachen. Hier hat man die Chance, ganz einfach wirklich mal alles zu erkennen. Und das funktioniert denkbar einfach. Und das eben gerne auch mit der kompletten Übersicht für alle Monitore, wenn man das möchte. Also im Normalfall alle 4 Himmelsrichtungen. Ich sage jetzt mal Terrasse, zum Beispiel, Eingang, zum Beispiel. Parkplatz und Kellerabgang. Vielleicht, je nach Grundstücksausstattung. Und dann, das kennt man doch früher wirklich nur, da sehen wir das nochmal, kennt man wirklich von früher nur von Hollywood-Filmen oder von Hollywood-Stars, weil nicht nur das Kamerasystem waren unbezahlbar, sondern auch die Installation. Jetzt hast du hier, bist du ins Programm rein. Ich bin jetzt mal in die Systemeinstellungen reingegangen, weil ich das sehr interessant finde, auch für mich persönlich, muss ich zugeben, für Sie mit Sicherheit auch, denn Sie müssen ja nicht jedes Mal alle Kameras jetzt hier tatsächlich scharf geschaltet lassen. Kann man machen, ja, wenn man das möchte. Man kann auch permanente Aufnahmequalität eingeben, wenn man das will. Man kann aber auch hier ganz einfach, und das wird hier sehr, sehr schön gezeigt, für die verschiedenen Wochentage und für die verschiedenen Uhrzeiten. Sie sehen das von 0 bis 24 Uhr, von Sonntag oder von Sonntagmorgen bis Samstagabend. Das heißt, die komplette Woche 24/7 hier einen bestimmten Plan eingeben. Wenn Sie jetzt sagen, ich bin sowieso von mir aus vormittags von, sagen wir mal, von 9 bis um 12 zu Hause, da brauche ich keine Kameraüberwachung, ich möchte die Sicherheit, wenn ich nicht da bin, schalten Sie in dieser Zeit ganz einfach die Kameras vollautomatisch aus. Sie gehen dann an, quasi, wenn Sie den Starttermin selber festgesetzt haben. Halte ich für eine ganz interessante Geschichte. Für den einen oder anderen wird es interessant sein. Sie haben gesehen, wie einfach das funktioniert. Einfach in die Systemeinstellungen rein und dann ist es okay. Ich breche das aber hier an dieser Stelle ganz einfach nochmal ab, nur damit Sie es mal gesehen haben. Hier natürlich die Menüeinstellungen, auch um das Gerät gerne, wenn Sie es möchten, ins Netzwerk zu integrieren. Sie können auch hier gerne mittels einer Applikation, also einer App, jederzeit mal in das Live-Bild reinschauen auf Ihrem Smartphone. Auch das ist ohne weiteres möglich, lässt sich denkbar einfach machen. Aber ich fand den Plan ganz einfach mal interessant. So ist es super. Du sitzt zu Hause, es knirscht irgendwo und im Winter weiß man nie so wirklich, was ist da draußen los. Da ist irgendwas, hat was gerumpelt und Sie möchten jetzt nicht unbedingt aufstehen und sind vielleicht auch alleine zu Hause und möchten da nicht 2 Langfinger mit der Strumpfmaske auf dem Kopf gegenüberstehen. Sie möchten wissen, was da draußen bei Ihnen auf dem Grundstück passiert. Da ist so ein System meines Erachtens unumgänglich und vom Preis her finde ich sehr attraktiv. Ja, natürlich.
und vor allem, man ist auch nachts in Sicherheit. Wir haben jetzt alles beleuchtet. Ja. Aber selbst wenn es dunkel wäre, Infrarot-Nachtsicht 25 Meter. Mhm. Und wie wichtig das ist, das zeigt uns jetzt ein Artikel. Immer noch wird alle 7 Minuten in Deutschland eingebrochen. Trügerische Sicherheit. Alle 7 Minuten geschieht ein Einbruch. Alle 7 Minuten wurde im vergangenen Jahr in Deutschland eingebrochen. Ob Einfamilienhaus, Stadtwohnung oder Landhaus, ungeschützt bieten sie alle eine Tatgelegenheit für Einbrecher. Und jeder kann Opfer eines Einbruchs werden. Also auch nicht denken, bei mir ist nichts zu holen, wie hier steht, Geld im Portemonnaie oder ein Laptop oder ein Fernseher. Ich glaube, irgendwelche Wertgegenstände hat jeder. Ja. Und wenn es einen dann erwischt hat, dann leidet man oftmals lange dran. Nicht nur unter materiellen Schaden, sondern auch unter dem psychischen. Ja. Beugen Sie dem vor, indem Sie sich ein Kamerasystem installieren. Tun Sie das auch kund mit einem Kleber. Dieses Objekt wird so Video überwacht. Und glauben Sie mir, die Einbrecher, die gehen nicht zu Ihnen, die suchen sich ein Objekt, welches nicht überwacht wird. Die Bestellnummer für dieses kompakte und wirklich einfach zu installierende System ist die NX4935 und die 569. Der Preis 189,99 €. Jetzt hast du vorhin vom Herzstück gesprochen. Ja. Das ist auch ein Rekorder, wenn ich denn eine Festplatte einlege. Genau. Und jetzt hast du uns genau eine passende oder eine Festplatte mitgebracht. Das ist dieser jetzt hier. Witzigerweise hat er eine Kapazität bis zu 6 Terabyte. Ja, also bis zu 6000 Gigabyte. Ich glaube, da können Sie über Monate hinweg alle 4 Kameras jederzeit auf Dauerüberwachung schalten und das Ganze natürlich auch aufzeichnen. Ganz ehrlich, also mir persönlich würde 1 Terabyte völlig ausreichen und deswegen habe ich mich jetzt hier auch als Demonstrationsbeispiel oder als Zusatzoption auch für eine 1 Terabyte große Festplatte entschieden. Für die Profis unter Ihnen, das ist eine 3,5 Zoll SATA Festplatte, die wird ganz einfach reingesetzt. Die Installation ist kinderleicht, das heißt, die hat einen entsprechenden Schlitz im hinteren Teil, da wird die Karte ganz einfach reingeschoben, es macht kurz Klack. Und dann ist sie auch schon wieder einsatzbereit. Es gibt Menschen, die sagen, mir reicht es ganz einfach, wenn ich zwischendurch mal für mein wohliges Bauchgefühl mal kurz in die Kameras reinschauen kann, ob zu Hause oder eben unterwegs. Andere sagen, ich möchte die Sicherheit haben, dass wenn was passiert, die Aufnahme auch entsprechend dann als Beweis von mir aus mal in einem Verfahren rangezogen werden kann. Die nehmen ganz einfach die Festplatte mit dazu. Dann zeichnen sie natürlich jetzt hier zuverlässig auf der Festplatte alles auf, was die Kameras zeigen. Ich sage Ihnen noch kurz die Bestellnummer. Die ZX2312 und die 569 TV Sonderpreis. Knapp über 52 Euro. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Weil ich habe erst in letzter Zeit wieder gelesen, dass immer mehr Senioren Opfer sind von Trickbetrügern, die einfach an der Tür klingeln, sich ausgeben als Amtspersonen, Polizisten oder Ähnliches. Ja. Und jetzt muss ich sagen, unser Bestseller ist in wenigen Tagen wieder lieferbar. Und da würde ich gerade den Herrschaften, die sich auch ein bisschen Sorgen machen um die Senioren, anraten, das zu installieren. Weil mach nie die Tür auf, wenn du nicht weißt, wer davor steht. Oder? Das ist richtig, das sagt man den Kindern schon, aber es gilt auch für Erwachsene, dieser Satz. Diana, darf ich dich bitten, mal ganz kurz zu klingeln? Du siehst vorne dieses Klingel-Emblem. Ich habe jetzt noch keinen Namen draufgeschrieben, das kommt noch. Ja, und ich bleibe ganz einfach mal hier sitzen. Wir sitzen jetzt ganz gemütlich im Wohnzimmer und unterhalten uns über die letzten Fußballergebnisse und es klingelt an der Tür. Normalerweise guckt man sich dann an und überlegt, wer geht denn jetzt eigentlich zur Tür? Das brauchen Sie aber gar nicht, liebe Zuschauer, weil diese Klingel jetzt hier mit einem mobilen Endgerät gekoppelt ist, was natürlich im Lieferumfang enthalten ist. Das heißt, Sie hören das Klingeln, von der Lautstärke her jederzeit einstellbar. Klingel doch mal bitte. Ja, klingel mal bitte. So. Und Sie sehen natürlich auch, wer da vorne vor der Tür steht. Man kennt das immer, mitunter hast du mal eine Tür oder mal ein Glas oder was in der Tür. Sobald du dich der Tür näherst, sieht das natürlich auch eine betreffende Person, die da vor der Tür steht. Das möchten Sie aber nicht unbedingt. Jetzt können Sie jederzeit, wo auch immer Sie sind, ganz einfach mal kurz kontrollieren, was passiert da draußen eigentlich? Wer steht denn da vor der Tür? Ist das eine gute Freundin oder ist das tatsächlich so eine windige Gestalt, der ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt die Tür aufmachen möchte? 25 Meter Reichweite bedeutet, du kannst so ein Gerät natürlich auch gerne mal mit in den Garten nehmen. Mitunter hörst du draußen das Klingeln nicht, ja, dann bist du ganz einfach auf der sicheren Seite, bist im Keller mal unterwegs, hast da von mir aus mal die Wäschetrommel mal in Beschlag oder wie auch immer oder bist mal oben im Dachgeschoss und hörst die Klingel nicht, das nehmen Sie ganz einfach mit, Sie werden also nichts mehr verpassen. Wichtig zu wissen, aus Gründen Ihrer Sicherheit ist, dass Sie eine Einstellung vornehmen können. Ganz schön lästig, oder? Wahnsinn. Sie können Fotos machen, Sie können manuelle Fotos machen.
Sie können aber auch die Einstellung wählen automatisch. Das heißt, jeder, der hier bei Ihnen an der Haustür klingelt, beehren Sie uns wieder. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja. Jeder, der bei Ihnen zu Hause an der Tür klingelt, wird automatisch fotografiert, wenn Sie das wollen. Oder Sie sagen einfach, das möchte ich gar nicht permanent machen. Mir reicht es aus, wenn eine windige Gestalt vor der Tür steht, dann drücke ich kurz aufs Knöpfchen und fotografiere diese betreffende Person ganz einfach. Wo ich das auch ganz wichtig finde, jetzt bin ich wieder bei den älteren Menschen. Ich kenne auch im persönlichen Bekanntenkreis einige Personen, die sagen, sie gehen gar nicht mehr zur Tür, weil bis sie dort sind, die sind nicht mehr die schnellsten, ja, sind die Leute wieder weg. Ja. Jetzt haben wir hier natürlich die Gegensprechfunktion. Ich habe das Mobilteil immer bei mir und ich kann da sagen, Moment, ich bin nicht mehr so schnell, einen kleinen Moment, ich komme gleich und mache die Tür auf. Genau so das ist auch noch sowas. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man wirklich vorher gestochen scharf sieht, wer vor der Tür steht. Und die Foto-Option, die finde ich herausragend gut. Weil wenn einem mal irgend so ein Typ oder auch eine Lady, das ist ja nicht geschlechtsabhängig, ob jemand gut oder böse ist, ja, komisch vorkommt, dann hat man ein gestochen scharfes Bild und kann das dann unter Umständen dann auch der Polizei zeigen. Ganz genau so ist es. Ja, das sind ja die Bilder, die man bei Aktenzeichen XY damit unter mal zu sehen bekommt. Richtig. Ja, das ist also dann wirklich mal leid. Schauen Sie mal, Diana hat eben geklingelt und ich habe die Einstellung gewählt, automatisch fotografieren. Das bedeutet, jedes Mal, wenn Diana geklingelt hat, Moment, warte mal, Augenblick, gehen wir nochmal rein, Augenblick, ist die Standby-Funktion, schon den Akku auswählen, da haben wir es, zack, so, da ist sie wieder. Wow. So. Das heißt, das, Diana, Sie sehen es, sie sitzt jetzt gerade neben mir und das sind die Bilder, die entsprechend eben gemacht worden sind. Das heißt, jedes Mal, wenn Diana geklingelt hat, ist von ihr ein Bild gemacht worden. Ich habe natürlich auch mal geklingelt, Ralf auch mal geklingelt. Ja, da waren wir schon, oh ja, hier, Matthias hat eben auch schon geklingelt hier. Da war ich auch schon mal unterwegs, da hatte ich noch was anderes Aber an. Carsten, lass uns noch sehen, was Tolles. Wenn du nicht zu Hause bist, kannst du schauen, war jemand an der Klingel? Da war die Tante Helga mit dem Kuchen da, dann kann ich dir anrufen und kann sagen, du, Helga, ich bin jetzt wieder da, bring mal den Kuchen her, wir essen ihn. In wenigen Tagen wieder lieferbar. Der Preis sensationell günstig für Ihre Sicherheit oder die Sicherheit der Angehörigen, um die Sie sich Sorgen machen. 161 Euro unser TV-Sonderpreis. Jetzt vorbestellen, kommt dann auch Porto- und Versandkostenfrei zu Ihnen. Und ich finde es einfach schön, ich habe es immer von Senioren gesprochen, aber auch für jüngere Menschen, wenn man weiß, wer vor der Tür steht, bevor man die Türe aufmacht. Ja. Weil so Türen spalt aufmachen und durchspiegeln, das ist überhaupt keine gute Idee. Nee, also es gibt diesen typischen, diese Kette, die man da vormacht. Also ganz ehrlich, also für einen erwachsenen, gestandenen Mann mit ein paar Kilo ist doch so etwas keine wirkliche Hürde mehr in der Stelle. Übrigens, wenn Ihnen das Klingeln nicht gefallen hat hier gerade, ja, dann können Sie das natürlich auch nach Ihrem Gusto umstellen. Sie haben insgesamt, ich meine, 6 oder 8 verschiedene Klingeltöne mit dabei. Da können Sie, ist sogar Vogelgezwitscher mit dabei. Also da können Sie sich mit Sicherheit was raussuchen. Spaß beiseite. Wir leben in einer Zeit, die mitunter gefährlich sein kann. Ich drücke es bewusst so aus. Ich hoffe für Sie natürlich, dass Sie niemals in die Situation kommen, mal einen Einbruch erleben zu müssen. Ich habe es leider erlebt, ich habe es bei meinen Eltern erlebt, ich habe es schon mehrmals bei meinen Eltern erlebt und irgendwann haben sie auch nicht wirklich das gefunden, was sie gesucht haben. Wahrscheinlich, da kam auch noch Vandalismus ins Spiel, die haben uns die ganzen Wände zerkratzt, die Möbel zerlegt und so weiter und so weiter. Es ist ein Gefühl der Machtlosigkeit, ein Gefühl, was man definitiv noch nicht mal seinem ärgsten Feind wünscht. Da hat jemand Wildfremdes in ihren höchstpersönlichen Sachen gewühlt und hat ihnen auch noch Dinge, die von mir aus noch nicht mal einen materiellen Wert, sondern einen ganz anderen ideellen Wert gehabt haben, ganz einfach entwendet. Das sind Sachen, da kommen sie nie wieder dran, unabhängig von der ganzen Rennerei mit der Versicherung und. Sie werden niemals 100%igen Schutz bekommen. Die müssten sich quasi ins Fort Knox einquartieren, aber sie können es einem Langfinger oder einem potenziellen Einbrecher so schwer wie möglich machen. Und das mit den Möglichkeiten, die wir heute gesehen haben, das ist eine davon. Ja, Risiken minimieren, das ist der Punkt und gerade hier jederzeit sehen, wer vor der Tür steht und nochmal, gerade für die Menschen, die ältere Angehörige haben, Senioren sind leider im Moment Opfer Nummer 1 von Trickdiebstählen und ich habe es erst wieder gelesen, hat sich jemand als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgegeben, ein anderer als Polizei, ja und so kann man sich eben auch mal über die Kamera die Ausweise zeigen lassen. In wenigen Tagen wieder lieferbar. Jetzt bitte vorbestellen die Bestellnummer für unsere Videotürsprechanlage. Das ist die NX4396. Und wenn Sie gerade keine Kamera zur Verfügung haben, können Sie auch mal ein Selfie damit machen. Das hast du jetzt gerade gemacht, oder? Ja, Moment. Ja, ja. Gucken, was die Kamera macht. Am Blick. So, jetzt gehen wir noch mal rein und gucken uns das mal an, was hier aufgenommen worden ist. Aufnahmen. Da. Du hast dich weggedreht im richtigen Moment. So.
Okay, also Risiken minimieren kann so einfach sein. Ob das mit ganz einfachen Bewegungsmeldern, die auf Licht oder die dann Licht machen ist, um abzuschrecken, oder einzelne Outdoor-Kameras, ein ganzes Überwachungssystem, oder dann natürlich die Videotürklingel. Alles ist einfach zu installieren, alles lieferbar. Die Videotürklingel kommt in wenigen Tagen wieder. Machen Sie sich's einfach ein bisschen sicherer. Ja, und ich glaube, das ist dann auch, man schläft wieder ruhiger, wenn man so ein sicheres Gefühl hat. Man fliegt, geht auch viel einfacher in Urlaub, wenn man weiß, man kann zu Hause jederzeit kontrollieren. Ja. Und Sie gehen jetzt ans Telefon und machen Ihr Zuhause ein klein wenig sicherer.